So, ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier heute auch sprechen darf. Ich habe ja selber jetzt bei den drei Vorrednern ganz hervorragende Dinge selber noch gesehen, die ich noch gar nicht wusste, also teilweise. Und einige Sachen, die werde ich hier heute streifen und damit auch bestätigen. Ich mache ein bisschen leichtere Kost heute. Ein Teil, den ich gerne gehabt hätte, der ist hier jetzt nicht dabei. Kannst du bitte noch mal einmal gucken, dass du die HTML-Datei aufrufst? Oder ja, oder ne, lass die, ist egal. Dann machen wir das nicht. Ich wollte sagen, dass Corona vorbei ist. Das wäre mir ein Anliegen gewesen. Lass es okay so. Das wäre mir ein Anliegen gewesen. Und zwar, vielleicht um es kurz zu machen, ich bin Programmierer, Datenanalyst und seit 3 Jahren beschäftige ich mich mit Corona-Daten. Ich gehöre wohl in Deutschland zu denjenigen, die die meisten Zahlen gesichtet haben in Bezug auf die nachfolgenden Konsequenzen, also Gesundheitsdaten von den kassenärztlichen Vereinigungen, also von den Hausärzten, aus den Krankenhäusern, also was ist den Leuten gesundheitlich mit irgendwelchen Geschichten mit Corona oder mit der Impfung, was ist denen widerfahren? Das habe ich ausgewertet über die letzten 3 Jahre und habe mich jetzt heute noch einer ganz besonderen Frage gewidmet, nämlich warum Corona vorbei ist. Und ich habe mir das angeguckt, das kann ich jetzt hier nicht zeigen, aber ich sage Ihnen das jetzt. Die Covid-19-Erkrankung ist ja ursprünglich mal so definiert gewesen, dass das die schwere Lungenentzündung ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen das allen bekannt gewesen ist. Damals, da hat man das so definiert. Also da hatte man einen positiven Test, da hatte man noch nichts. Aber wenn man die schwere Lungenentzündung hatte, dann war das Covid-19. Das hat die WHO dann geändert, natürlich auch den RKI. Die haben es dann geändert in alle Symptome, also auch Husten oder irgendwelche Symptome, die auch leichter sind, wurden dann zu Covid-19. Das hat sich leider auch nicht mehr zurückgeändert. Aber im Krankenhaus, und die Daten kann ich jetzt wie gesagt nicht zeigen, im Krankenhaus konnte man das messen. Das heißt also, wer mit einem positiven Test im Krankenhaus gefunden wurde oder eingeliefert wurde, der hatte in der Regel am Anfang zu einer gewissen Prozentzahl, also von den Eingelieferten, eine Lungenentzündung und war dann tatsächlich Covid-19 erkrankt. Ob die Lungenentzündung nun schwer war, ob er nun auf der Normalstation behandelt wurde, ob er überhaupt beatmet wurde, auf die Intensivstation kam, steht bei der Lungenentzündung jetzt erstmal gar nicht im Raum. Aber es gab diese. Und von 100 Fällen wurden am Anfang zwischen 40 und 50, die also mit Covid erkannt wurden, wurden mit einer Lungenentzündung kodiert, nachher von den Krankenhausärzten. So, das haben wir quasi durchgehend bis Ende 2021. Und warum ich sage, Corona ist vorbei und unglücklicherweise die einrichtungsbezogene Nachweispflicht ja dazu genötigt hatte, sich doch noch impfen lassen zu müssen. Und zwar im März 2022 musste man ja geimpft sein, wenn man im Krankenhaus, in der Praxis, in irgendwelchen Gesundheitsberufen gearbeitet hat und mit Menschen gearbeitet hat. Ja, die Lungenentzündung war nicht mehr 40, 50%, sondern nur noch 3% im Krankenhaus. Das heißt also, von Anfang 2022, ich sage jetzt mal mit der Omikron-Variante, gab es quasi keine schwere Lungenentzündung mehr im Krankenhaus. Das heißt, alle diejenigen, die sich jetzt noch haben impfen lassen, hätten gar keine Sorge haben müssen. Es war auch bekannt, also die Krankenhausdaten lagen ja vor, allen Verantwortlichen. Das sind die Daten von etwa 16,5 Millionen Fällen im Jahr, also die sowieso ins Krankenhaus gehen und von allen Corona-Fällen natürlich auch. In 2022 war noch ein kleines Phänomen und zwar konnte man feststellen, dass ursprünglich etwas mehr Männer Corona-positiv waren als Frauen. Und in 2022 waren es auf einmal viel mehr Frauen. Und das liegt natürlich daran, dass Corona quasi nur noch als Beifang da war. Beifang deswegen. Der häufigste Aufnahmegrund im Krankenhaus ist die Geburt. Das heißt also, die Frauen, die quasi bei der Geburt aufgenommen wurden und wo ein Test gemacht wurde, waren dann positiv. Deswegen verschob sich quasi die Corona-Erkrankung in Richtung der Frauen. Die hatten dann teilweise bis zu 60% die Corona-Erkrankung, teilweise auch 65%. Und im Jahresmittel waren es dann am Ende, ich glaube, 57% Frauen, die Corona im Krankenhaus hatten und nur noch 43% Männer. So viel dazu. 3% derjenigen, die ins Krankenhaus mit positivem Test eingeliefert wurden, hatten nur noch eine Lungenentzündung. Damit ist Corona seit Anfang 2022
wenn es das so gegeben hat, wie Sie es erlebt haben, vorbei. Und die Vorredner haben sich ja mit schweren Themen beschäftigt, nämlich mit der Frage der Todesfälle. Das mache ich nur am Rande. Ich würde nämlich gerne mich mal mit der Wirksamkeit und der Sicherheit der Covid-19-Impfstoffe auseinandersetzen. Und zwar, wenn Sie sich daran erinnern, vielleicht haben Sie sich da selber gefragt, ursprünglich, und zwar im April 2021 nach Start der Impfkampagne, da hat Herr Sahin, der Chef von BioNTech, die Herdenimmunität in Europa spätestens im August 2021 versprochen. Also er hat sich da in einem Zoom-Call geäußert und wurde gefragt und er sagte spätestens dann, was man hier nicht lesen kann, hinter dem Begriff der Herdenimmunität steckt eben, dass innerhalb einer Gesellschaft genügend Menschen geimpft sind und rund 70% reichen, um einen Gemeinschaftsschutz zu erreichen. Wir wussten nicht, ob tatsächlich die ganze Welt geimpft werden muss, um diese Krankheit loszuwerden. Herr Sahin meinte ja. Und trotzdem haben wir dann gesehen, im November 2021, das hat vielleicht der ein oder andere gehört, in Portugal gab es eine gigantische Impfquote, die waren also Europas Beste. Und dennoch mussten sie leider ganz viele Maßnahmen noch hinnehmen und neue Infektionen. Das hat mich bewegt, natürlich genauer da reinzugucken. Dann habe ich noch gesehen, Boosterimpfung, Geboosterte sollen weniger ansteckend sein bei Omikron-Durchbruch. Das fand ich alles ein bisschen merkwürdig und habe mir dann Daten gesucht und habe das überprüft, ob eine hohe Impfquote zu einer Herdenimmunität führt und habe mich da nicht durch irgendwelche Studien aus Israel oder aus Neuseeland oder sonst was eingelassen, sondern ich habe mir deutsche offizielle Daten besorgt. Und in Bezug auf die einrichtungsbezogene Nachweispflicht, da hatten wir ja Daten, denn im Grunde genommen hätte man ja sofort eine Studie machen können, denn die Menschen in den Einrichtungen mit medizinischen Versorgungsthemen, die waren ja zu 100% geimpft, weitestgehend, also ich sag mal 99,9. Also konnte man dort gucken. Dann habe ich mir das UKE genommen, das Uniklinikum Eppendorf. Da habe ich rausgefunden im Hamburger Abendblatt im Februar 22, bevor diese einrichtungsbezogene Nachweispflicht im März begann, dass die dort das Personal 98-99% durchgeimpft gewesen ist, sodass wir also hier eine wunderbare Beobachtungsgruppe haben. Die Daten von den Infektionen im UKE, Mitarbeiter und Patienten, haben die nämlich in einem Blog, also in einem Art Tagebuch, alle 2-3 Tage veröffentlicht. Das heißt, man konnte sehen, wie viele Patienten hatten sich in welcher Station, onkologische oder wo auch immer, angesteckt. Und das habe ich akribisch nachgearbeitet, mitgearbeitet. Ein Beispiel, also 14.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es im Uniklinikum Eppendorf. Und am 5. April 2022, wo also quasi 100% geimpft waren, hatten wir von den 14.400, 1.400 Mitarbeiter, die im März, im Vormonat, aus verschiedenen Bereichen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Also eine 100% durchgeimpfte Gruppe oder 99, was auch immer, hatte tatsächlich 1400 Mitarbeiter zu beklagen. Ich habe das mal in eine Kurve zusammengefasst und man kann also ganz gut sehen, die grüne Kurve ist die Stadt Hamburg, die Inzidenz, und die blaue Kurve sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Uniklinikum Eppendorf. Und man kann hier sehen, sobald der Booster kam, ging es hier auch mit Omikron, ging es hier bergauf. Hamburg hat hier eine Quote, die sich dann auf einmal absetzt. Also hier die Quote vom Uniklinikum Eppendorf geht in der Inzidenz stark hoch und bleibt auch höher. Sodass man also sagen kann, okay, stark durchgeimpft führt nicht dazu, dass man nun weniger Ansteckungen, weniger Infektionen hat. Ich beschäftige mich jetzt gar nicht mit schweren Erkrankungen und so weiter. Das haben meine Vorredner ja weitestgehend auch getan. Da mir 14.400 Leute zu wenig gewesen sind und das auch nicht so präzise ist, wie ich mir das gewünscht hätte, habe ich mir eine andere Gruppe gesucht, also zwangsweise. Ich bin nämlich Sachverständiger, Parteiensachverständiger, wie auch der Herr Professor Kubandner im Soldatenprozess um die Pflicht zur Impfung, um die Duldungspflicht gewesen.
und habe in dem Zusammenhang natürlich sehr viele Daten von den Soldaten gesehen. Hier ist es nochmal vom Bundesverwaltungsgericht. Die haben dann am Ende nach vielen Verhandlungstagen, also 4, die Corona-Impfpflicht für Soldaten bestätigt. Das möchte ich gar nicht kommentieren. Dass ich dort dabei gewesen bin, steht auch im Beschluss. Diese Analyse ist unter Mitwirkung des in der mündlichen Verhandlung als Parteigutachter des Antragstellers erschienenen Datenanalysten Tom Lausen erstellt worden. Ich wollte es nur noch mal sagen, weil ich mich nicht vorstellen wollte. Sie wissen, ich bin da also gehört worden. 183.000, also etwas mehr als im Uniklinikum Eppendorf, aktive Soldaten, die jetzt nach Duldungspflicht sich impfen lassen müssen. Und jetzt können wir doch mal gucken, wie das dann aussieht. Der Abgeordnete Kai-Uwe Ziegler von der AfD hat nämlich gefragt, können wir bitte die Information bekommen, wie viele Soldaten sich infiziert haben? Die sind ja nun alle geimpft. Das wurde auch beantwortet vom Bundesministerium für Verteidigung. Ist jetzt nicht die hübscheste Ansicht, aber Sie sehen den Beginn der Corona-Pandemie da unten im März 2020. Die blaue Linie sind die Bundeswehrsoldaten, die orange Linie sind die Gesamtdeutschen und hier hat man angefangen, auch in Deutschland nach Alter zu messen, 15- bis 59-Jährigen. Also man sieht, das korreliert ganz gut. Die sind relativ gleich bei der Bundeswehr infiziert gewesen, wie auch der Rest in Deutschland. 2020, als es noch keine Impfstoffe gab, da war das gleich. 2021, die Impfkampagne begann. Ja, man kann jetzt nicht sagen, warum es da so kleine Ausreißer gibt. Die blaue Linie repräsentiert, wie gesagt, die Bundeswehr. Und zum Ende des Jahres sehen wir, dass das hier bei der Bundeswehr ein paar weniger Infektionen gibt gegenüber den Deutschen und gegenüber den 15- bis 59-Jährigen. Diese Altersgruppe ist ja herausgegriffen worden, weil die bei der Bundeswehr die Soldaten und Soldatinnen sind ja in dem Alter. Und jetzt gehen wir mal auf 2022. Also erstmal, dass es auffällig ist, dass die Inzidenzen gigantisch gestiegen sind. So fällt es auch auf, dass insbesondere, jetzt muss ich mal gucken, ist das der Pointer? Ja. Wir gucken uns mal nur die grauen und die blauen Linien an. Also es gibt hier sozusagen zu den deutschen 15- bis 59-Jährigen offensichtlich gar keinen Vorteil. Die Anzahl der Infektionen ist gleich. Und wenn die Anzahl der Infektionen gleich ist, dann bin ich ja erstmal nicht unzufrieden. Wenn ich allerdings weiter gucke, dann stelle ich fest, dass hier im April, Ende März, April, auf einmal ein erster Ausreißer stattfindet. Und dieser Ausreißer ist tatsächlich geblieben, wie man hier sehen kann. Es gibt hier immer starke Inzidenzunterschiede zwischen den 15- bis 59-Jährigen. Hier ist es besonders stark zu sehen und auch hier bleibt es noch. Also es ist zu keinem Zeitpunkt mehr dazu gekommen, dass die jetzt mittlerweile 100% durchgeimpfte Gruppe der deutschen Soldatinnen und Soldaten weniger infiziert gewesen ist als die 15- bis 59-Jährigen, die ja eine geringere Impfquote in Deutschland haben. Die Bundeswehr, das ist vielleicht ein ganz schönes Bild, das sind die aktiven Fälle. Sie müssen sich ja immer überlegen, die Duldungspflicht ist ja deswegen entstanden, weil die Impfstoffe einen Mehrwert für die Einsatzbereitschaft der Soldaten geben soll. Das heißt also, wenn Sie einen Impfstoff geben, dann erwarten Sie davon, dass Sie mehr Soldaten einsetzen können. Das ist der Mehrwert. Wir sehen hier jetzt von der vom Bundesministerium für Verteidigung. In 2020 sehen Sie, dass Sie gar keine Ausfälle oder nahezu keine hatten. In 2021 fing das hier so ein bisschen an, aber es war eigentlich auch nicht dramatisch. Und in 2022, nee, das wollte ich gar nicht. In 2022 haben wir dann hier bis zu 8.000 Ausfälle an Soldaten von 183.000. Nur aufgrund von positiven Tests oder auch Erkrankungen. Und Sie sehen, im Jahre 2022 hört das nicht mehr auf. Jetzt haben die aber was ganz Interessantes gemacht. Das hat die Weltwoche herausgefunden und präsentiert. Die Bundeswehr war so schlau und hat gesagt, wir messen mal, wie viele Tage es dauert, wenn man sich mit dem jeweiligen Impfstoff impft und bis man eine Infektion bekommt. Das messen wir mal. Damit haben die angefangen.
Und wie man hier sieht, das ist sozusagen, sind Soldatinnen und Soldaten, die die erste Impfung hatten. Und hier sehen Sie, welche Impfstoffe. Der erste, das ist BioNTech. Da dauerte es, kann man nicht so gut sehen, 69 Tage bis zur Infektion. Janssen war da schon besser. Da dauerte das doppelt so lange. AstraZeneca war ganz hervorragend. Es waren aber auch sehr wenige, die damit geimpft waren. Dann kommt übrigens die Genesung. Genesene waren also besser dran als mit BioNTech erste Impfung. Und dann kommen Moderna Geimpfte, die waren etwas besser als die Genesenen und dann andere. Bei der zweiten Impfung sah das schon anders aus. Da sah man tatsächlich, es hat etwas länger bei den BioNTech-Leuten gedauert. Bei Janssen brach es aber zusammen. Bei AstraZeneca konnte man auch sehen, dass es zusammenbrach. Und bei den Genesenen war es besser und Moderna war im Moment vorne. Unbekannt beachten wir mal nicht. Jetzt sehen wir aber, dass bei BioNTech nach der dritten Impfung es wieder schlechter wurde. Bei Janssen noch schlechter. Da gab es wohl keine dritte Impfung mehr, aber die haben das so bewertet. AstraZeneca fiel ganz in den Keller. Die Genesenen waren die besten. Also die dritte Impfung hat quasi die Genesenen nach vorne gebracht. Und Moderna war auch nicht mehr ganz vorne. Und dann gucken wir mal bei der vierten Impfdosis. Da sehen wir schon wieder, dass die Zahl der Tage, bis eine Infektion auftrat, wieder weniger wurde. Bei AstraZeneca war sie dann ganz schlecht. Die Genesenen bleiben stabil, Moderna und so weiter. Also das hat die Bundeswehr gemessen. Also man konnte sehen, je mehr geimpft, desto schneller die Infektion. Die Messmethode ist natürlich gut. Die haben sie dann am 10. Mai eingestellt. Also nicht beachten. Todesfälle. Jetzt wollen wir doch mal wissen, ist denn an und mit Covid ein Soldat gestorben oder eine Soldatin? Ja. Und zwar keiner in 2020. Ich würde jetzt sagen, das begründet jetzt erstmal keine Grundlage bei 183.000 Soldaten, eine Impfung einzuführen. Haben Sie ja trotzdem gemacht. Der erste Soldat starb an und mit Covid. Oh, da habe ich mich vertan. Moment. Starb an und mit Covid im Januar. Und der zweite im April 2021. Wir haben fragen lassen, das Bundesministerium für Verteidigung, könnt ihr uns bitte den Impfstatus sagen? Wir würden gerne wissen, ob diese Personen geimpft sind und mit was. Da haben wir die Antwort gekriegt, das möchten wir Ihnen nicht sagen, um die Persönlichkeitsrechte zu wahren. Okay. Also wir haben jetzt zwei Gestorbene an und mit Covid, in 2020 keinen. Und dann haben wir hier tatsächlich in 2022, und das ist was Besonderes, den haben wir natürlich auch gefragt, können Sie uns bitte von dem auch den Impfstatus geben, also von allen dreien. Dann haben Sie gesagt, nee, das können wir nicht. Sie wissen schon warum. Nämlich Persönlichkeitsschutz. Also ich sage mal, das, was sozusagen im Restaurant nicht galt, gilt jetzt hier. Ich verstehe das, ist auch in Ordnung. Jetzt haben wir aber ein Problem. Im März 22 waren quasi 100% der Soldaten, die nicht geimpft waren, und es gibt einige davon, im Dienstausübungsverbot. Die wurden nicht mitgezählt. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Soldat geimpft gewesen ist, ist extrem hoch. Sonst hätte er seinen Dienst nicht ausüben können und wäre nicht mitgezählt worden. Sodass wir jetzt also eine Bilanz haben von drei Todesfällen, bei denen wir von einem mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er geimpft ist, und bei zweien davon nicht ausgehen können, aber wir können auch nicht davon ausgehen, dass er ungeimpft ist, weil das in der Zeit der Impfkampagne gewesen ist. Ja. Dann waren wir ja beim Bundesverwaltungsgericht, die haben diese Zahlen quasi ignoriert und haben dann aber etwas Überraschendes gehört, was für mich auch sehr überraschend war. Das haben sie dann auch in den Beschluss geschrieben. Hier stehen nämlich die Nebenwirkungen, die der Herr Professor Dr. Kai Kehe, der ist der Oberstarzt, vor dem Bundesverwaltungsgericht mitgeteilt hat. Ich lese das mal vor. Als Impfkomplikationen sind grippale Symptome, Kopfschmerz, Lymphadenopathie, 18-Meldungen, Hautreaktionen, darüber haben wir vorhin von Herrn Burchardt, glaube ich, gehört. Hautreaktionen, das ist auch, würde ich mich jetzt auch nicht wundern. Anaphylaktische Reaktion 4, Myokarditis 5,
Myokarditis mit Begleitperikarditis 3, Thrombosen 5. Und jetzt kommt's, da sind wir fast alle vom Stuhl gefallen, sowie eine Meldung eines Todesfalls mit unbekannter Kausalität Moderna. Ich fasse das nochmal zusammen, ich lasse jetzt mal die Nebenwirkung weg. Wir haben jetzt 4 tote Soldaten, und ich glaube, es sind alle männlich. Wir haben jetzt 4. Der ist geimpft. Der in 22, der an und mit Corona verstorben ist, ist vermutlich sehr wahrscheinlich auch geimpft und die 2 davor möglicherweise auch. Das haben wir schon mal. Jetzt stellt sich die Frage, wie konnte dieser Soldat, der ja jetzt dieser Duldungspflicht unterlag, bei einer Impffähigkeitsprüfung beim Truppenarzt oder bei welchem Arzt auch immer durchkommen? Denn die Bundeswehr hat relativ zügig versucht, das zu kompensieren und zu verharmlosen, nämlich in Randnote 143 steht, zu dem Verdachtsfall eines Todesfalls hat das Bundesministerium der Verteidigung in der mündlichen Verhandlung erläutert, dass bei dem deutlich über 50-Jährigen, also man muss das schon deutlich über 50, Soldaten eine Vorerkrankung vorgelegen habe und im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung ein Vorhofflimmern entstanden sei. Also ein vorerkrankter, am Herzen vorerkrankter Soldat wird geimpft. Wir wissen ja, dass es keine Kontraindikation oder nahezu keine gibt bei den Impfstoffen. Also zumindest sind mir keine bekannt. Ich habe für meinen Bruder für die Rechtsfälle häufig gesucht, aber keine gefunden. Also Vorerkrankung am Herzen zählte nicht dazu. Dieser Soldat ist also als impffähig gewesen, gezeigt worden, und tatsächlich verstarb er am Vorhofflimmern, kurze Zeit danach. Ja, das ist also unsere Bilanz von den Soldaten. Wir erwarten jetzt eigentlich das Ende aller Maßnahmen und ein Ende der Impfkampagne. Nö. Das liegt daran, das hat wieder ein Abgeordneter der AfD gefragt im Bundestag. Das konnte man nachlesen, habe ich jetzt hier nicht eingearbeitet. Man wartet darauf, dass die STIKO die Empfehlung quasi zurückzieht und die WHO auch. So. Jetzt würde ich gerne noch einmal die Kurve zu den Todesfällen machen, in Bezug auf alle. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Wir haben ja auch Mediziner hier und vielleicht ist das nicht bekannt. Hier hat gefragt Frau Dr. Christina Baum, auch wieder von der AfD in diesem Fall. Herr Professor Dr. Edgar Franke, parlamentarischer Staatssekretär, hat geantwortet. Frau Baum wollte wissen, wie viele Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang nach Impfstoffgabe gab es denn? Und das hat sie bekommen in Tabellenform. Hier geht es jetzt erstmal nur um BioNTech Comirnaty. Und wir sehen hier schön aufgeschlüsselt 5 bis 11, 12 bis 17, 18 bis 59 und über 60 Jahre. Ja, am ersten Tag starben nach Impfstoffgabe, am ersten Tag der Impfstoffgabe, also am Tag der Impfstoffgabe, starben 90 18- bis 59-Jährige. Also es ist zu vermuten, dass die zum Impfen gegangen sind und dann kurze Zeit später tot waren. Das Paul-Ehrlich-Institut berechnet das statistisch und sieht hier kein Risikosignal, weil sie es eben nur statistisch berechnen. Wenn ihnen nicht mehr gemeldet wird, gibt es kein Risikosignal. Somit läuft alles weiter. Nach 1 bis 2 Tagen sind hier sogar 12- bis 17-Jährige 3 gestorben an Comirnaty. Also nach 1 bis 2 Tagen. Und da waren es schon 138, also innerhalb der ersten 2 Tage waren es 138 mit Comirnaty Gestorbene. Und so geht das dann weiter. 1 bis 3 Tagen waren es sogar 12- bis 17-Jährige und 155. Also ich will gar nicht hier jetzt die über 60-Jährigen, die nehme ich jetzt gar nicht raus, wobei das wahrscheinlich genauso zu untersuchen gewesen wäre. Aber es ist nicht wenig. Wir gehen mal weiter. Guck mal, Moderna, die haben ja nicht an Kinder verimpft, deswegen brauchen wir in der Kinderspalte nicht suchen. Aber Moderna hatte 10, 22 innerhalb von 2 Tagen, 28 innerhalb von 3 Tagen verstorben. Das ist eine offizielle Information des Bundesministeriums für Gesundheit, nur dass ich das nochmal erinnere. Dann haben wir das Gleiche nochmal für AstraZeneca, Vaxzevria, 18 bis 59, 16 am ersten Tag, ne, immer am ersten, also am Tag der Impfung, 16 gestorben, einfach umgefallen, hat nichts damit zu tun gehabt. Also statistisch gesehen, 18 innerhalb von 2 Tagen und 21 innerhalb von 3 Tagen.
Und dann gucken wir uns noch den letzten an, das ist Janssen, 4 am Tag 1, 5 in den ersten beiden Tagen, es blieben auch 5 in den ersten Tagen, dann wurden es 9 und 16. So, das heißt, wenn wir das zusammenrechnen, ohne Altersvorgabe, dann sind mindestens gemeldete Todesfälle nach Impfung 576 von allen Impfstoffen am Tag der Impfung da gewesen. Innerhalb von 7 Tagen 1237, innerhalb von 14 Tagen 1573 und innerhalb von 30 Tagen 1865. Ich glaube, das ist hinlänglich nicht bekannt. Das Problem ist, dass diese Information vom Paul-Ehrlich-Institut so bewertet wird, dass sie das statistisch für in Ordnung halten und nicht klinische Untersuchungen machen. Jetzt kommt das Land Niedersachsen zum Tragen. Wir sind ja hier in Niedersachsen. Niedersachsen hatte schon sehr früh, am 5.2.21, also einen Monat nach Start der Impfkampagne, einen Erlass herausgegeben. Die sind nämlich misstrauisch und bösgläubig gewesen. Die haben gesagt, liebe Gesundheitsämter in Niedersachsen, wir möchten, dass jeder, der innerhalb von 14 Tagen verstorben ist, nach Impfstoffgabe, obduziert wird. Das hat das Sozialministerium in Niedersachsen herausgegeben. Ja, wie Sie sich denken können, hat das natürlich nicht stattgefunden. Wir haben Gesundheitsämter angefragt. Wir haben jetzt Informationen, dass es wohl 20 Obduktionen gegeben haben soll. Wir sind da noch dran an diesen Informationen. Und vielleicht auch 30, also es schwankt so zwischen 20 und 30. Und die Ergebnisse davon werden aber nicht bekannt gegeben. So, also wir wissen im Grunde genommen, man hatte den Gedanken, es könnte ein Problem sein. Das ist ja auch vom Paul-Ehrlich-Institut so gewesen. Aber unterm Strich gesehen, jetzt habe ich die Bundeswehr hier nochmal drin. Naja gut, wenn man so kurzfristig so einen Vortrag macht, dann kann das auch ein bisschen durcheinander kommen. Hier sieht man übrigens, dass im vergangenen Jahr haben mehr als 4.200 Bundeswehrsoldaten vorzeitig den Dienst quittiert. Jetzt könnte man sagen, naja, die wollen nicht in Russland Krieg. Aber die Gründe sind offenbar andere. Und zwar Ursachen hierfür seien unter anderem eine dauernde Dienstunfähigkeit. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das kann ich natürlich auch nicht sagen anhand der Daten, aber finde ich schon sehr merkwürdig. Damit bin ich schon durch.